Umgang mit Unkeuschheit anderer. Unkeuschheit ist ein interessantes Wort, das heute kaum mehr verwendet wird, mindestens nicht in der Alltagssprache. Keuschheit spielt natürlich eine Rolle bei Priestern und bei Mönchen und Nonnen, die das Gelübde der Keuschheit auf sich genommen haben. Und Unkeuschheit ist dort natürlich etwas, was man nicht tun will. Es gibt verschiedene Formen von Unkeuschheit. Schon unkeusche Gedanken können als Unkeuschheit gelten. Oder auch Selbstbefriedigung wird als Unkeuschheit empfunden. Und natürlich wird das Gelübde der Keuschheit und der sexuellen Enthaltsamkeit auf sich genommen hat. Wenn er oder sie eine Beziehung hat mit jemandem, dann ist das natürlich Unkeuschheit. Angenommen, du erlebst das, wie ein Mönch, eine Nonne, ein Priester unkeusch ist, dann musst du überlegen, wie gehst du damit um? Angenommen, es ist ein Mensch, von dem behauptet wird, er hätte die Gottverwirklichung erreicht und außerdem jemand, der sagt, für Gottverwirklichung ist absolute Keuschheit notwendig, dann kann es hilfreich sein zu sagen und auch Aufgabe sein zu sagen, nein, der Mensch ist nicht sexuell enthaltsam, dieser Mensch hat mehrere sexuelle Beziehungen. Angenommen, ein Mönch, ein Priester, eine Nonne bemüht sich auf dem spirituellen Weg ernsthaft zu sein, aber hat vielleicht doch eine Beziehung, dann ist es meistens klüger, es diskret zu behandeln. Manchmal gilt es, jemandem anders zu informieren, manchmal gilt es, mit den Menschen zu sprechen. In jedem Fall keine einfache Sache, etwas, was Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl erfordert.